Warum ist es so schwer, täglich Yoga zu üben? Viele Menschen stellen sich die Frage und letztendlich würde ich sagen, gibt es zwei Beweggründe, warum das so schwierig ist. Einmal ist unser Geist wahnsinnig subtil und möchte gar nicht ausgerichtet werden. Das heißt, Yoga-Praxis hat ja immer das Ziel, den Geist auszurichten und auf einen Punkt zu bringen oder, wie sie im Sanskrit sagen, Ekagrata, die Einpünktlichkeit zu erlangen. Unser Geist möchte es nicht, weil der möchte einfach machen, was er will. Der möchte denken, was er will. Und das macht er auch die meiste Zeit. Auch wenn wir in der Illusion leben, dass ich denke etwas. Aber eigentlich, wenn du es mal genau betrachtest, macht dein Geist die ganze Zeit irgendwas, was er will. Und vor allen Dingen auch deine Sinne. Die sehen ein Objekt in einem Schaufenster und sie wollen sie haben. Und der Weg des Yogas ist es, sich davon zu entkoppeln und Kontrolle über den Geist zu erlangen, um zu sehen, wie der sich eigentlich bewegt. Und deswegen ist es so schwer, auf die Matte zu gehen, weil es gibt tausend Gründe, es nicht zu tun. Und der zweite Weggrund ist einfach, unser Körper, dieses Fleisch, ist von Natur aus träge. Wie in der Bibel schon heißt, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Und das klingt so einfach, aber es ist genau so. Und diese beiden Beweggründe machen es so schwierig, regelmäßig Yoga zu üben. Und da kommt wieder Thalia Yoga ins Spiel. Die Musik ist auf der einen Seite da, um die Trägheit des Körpers zu überwinden, um dir einen Begleiter zu geben, der dich aus dieser Trägheit führt. Und zum anderen ein Fokuspunkt, worauf du deinen Atem ausrichten kannst und deinen Geist ausrichten kannst, auf diese Atembewegung, Meditation. Ja, grundsätzlich kann jeder Yoga üben. Die Frage ist nur, ob du erkannt hast, dass es wichtig ist und die Sehnsucht oder der Wunsch da ist, in deinem Leben was zu verändern und der Wunsch da ist, eine Methode zu finden, die dir vielleicht helfen kann. Und dann kann grundsätzlich jeder Yoga üben, also egal ob alt oder jung, krank oder gesund. Und die indischen Meister gehen manchmal sogar so weit, dass nur eine Person nicht Yoga üben kann. Und zwar der, der faul ist. Der kann nicht Yoga üben, weil der fängt gar nicht erst an. Alle anderen können Yoga üben. Es ist wichtig, einen hilfreichen Lehrer, eine hilfreiche Methode zu finden, die dir dabei hilft, deine Yoga-Praxis in den Alltag zu integrieren. Ich unterrichte jetzt Yoga seit über 15 Jahren. Und um ehrlich zu sein, habe ich angefangen zu unterrichten, aus einem Beweggrund. Ich habe in einem schlauen Buch gelesen, wenn du Meister werden willst in etwas, dann musst du es unterrichten. Und ich wollte damals ein Meister werden im Yoga und habe damals angefangen zu unterrichten, um zu lernen, dass ich nichts weiß. Und je länger ich unterrichte, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und umso mehr Spaß macht es mir auch, mein kleines Wissen mit den Menschen zu teilen und die Musik zu teilen und meine Freude am Yoga und der Musik zu teilen.